Hallo liebe Camper, hier ist wieder ein kleines Video von Mika Caravan aus Dinkelsbühl. Heute möchte ich euch einmal zeigen, wie wir hier in diesem Lastrada, den haben wir ja schon mal gesehen, eine Diesel-Luftheizung verbaut haben. Hier sehen wir jetzt mal gleich am Anfang die zwei Ausströmer. Wir haben einen hier seitlich gemacht, sieht man ganz gut, und einen haben wir direkt hier gemacht, den man natürlich dementsprechend einstellen kann und verdrehen kann, damit man sich die Luftströmung sauber hinstellen kann, wo man es möchte, entweder nach gerade nach raus oder mehr nach links, mehr zu die Nähe und wie es eben so ist. Den seitlichen haben wir gemacht, damit man auch dementsprechend hier unten in den Fußraum das Ganze einstellen kann und damit die Kaltbarriere, die von vorne kommt, auch ein bisschen unterbrochen wird, weil man es auch im Prinzip so leicht nach vorne stellen kann, damit auch vorne im Fahrerhaus so ein bisschen die warme Luft zirkuliert. Und drum auch die Originalverteiler von Druma, weil auch die hier, sieht man da unten im Fahrzeug, schon verbaut sind. Und damit es auch optisch alles ein bisschen gleich ist, haben wir da dementsprechend auch die gleichen wieder verwendet. So, dann gehen wir mal hier hoch. Da sehen wir das verbaute Display. Wir haben eine Webasto in dem Fall genommen, die 2 kW-Heizung. Reicht vollkommen aus. Von der Erklärung her relativ einfach. Man schaltet die ganze Heizung einfach ein, dann startet das Control und jetzt, wenn dieses grün ist, fängt die auch schon an zu arbeiten. Im Prinzip kann ich jetzt hier durchdrücken, die Zeit einstellen. Hier haben wir es auf unendlich stehen. Ich könnte jetzt auch dementsprechend eine bestimmte Vorwahl treffen an der Zeit. Ich soll nur eine Stunde laufen oder 50 Minuten oder eben auf den gelegten Achter. Das ist das Zeichen für die Unendlichkeit. Dann läuft sie permanent. Drücken wir nochmal drauf, dann bestätigen wir das Ganze und nun gehen wir in die Temperatur. Hier können wir die Temperatur wählen. Sagen wir, wir wollen jetzt 25 Grad. 24, 25 Grad, bestätigen das Ganze wieder und dann läuft die Heizung. Hat jetzt auch schon eingeschalten, dauert natürlich alles ein bisschen. Durch Drücken auf diesen Ein-Aus-Knopf, zack, kann man es auch natürlich wieder ausschalten und dann ist sie wieder ruhig. Das Display schaltet automatisch nach einer gewissen Zeit ab und gut ist. Hier haben wir einen Timer, den man einstellen kann. Kann man natürlich ein Timer hinzufügen, das heißt, ich kann bestimmen, um welche Uhrzeit das die Heizung einfährt oder anschaltet. Wenn ich pünktlich früh 8 Uhr losfahren muss, dann kann ich sagen, 7:30 Uhr, bitte Heizung, fang an, dann ist das Auto schön mollig warm. Dann können wir zurückgehen. Hier haben wir die Heizungseinstellung, klar, dann haben wir das Lüfterrad, da können wir die Lüfterstärke einstellen. Und wenn wir nochmal weitergehen, haben wir die grundsätzlichen Einstellungen, wo man das Gerät, die Sprache, die Uhrzeit, das Datum und alles hinterlegen kann. Die Höhe kann man einstellen, weil wir ja verschiedene Höhen haben. Auch hier kann man sagen, wo ist das Auto, welche Höhe haben wir und so weiter. Tag, Nacht, also hier kann man alles Mögliche dementsprechend verbauen. So, gehen wir wieder zurück. Dann ganz nach links drehen, bis es nicht mehr weitergeht, dann ist zurück. Nach rechts kann man das Menü durchforsten und so funktioniert es eigentlich super gut. Wieder auf die Heizung gehend, einmal bestätigen, Temperatur einstellen, wieder bestätigen und schon legt sie los. Das ist eigentlich selbsterklärend, wenn man möchte, mit integriertem Thermometer. Also alles relativ einfach, simpel vom Handling her. Finde ich ganz praktisch. Der Kabelbaum ist unterm Fahrzeug verlegt. Jetzt gehen wir hier mal raus. Die Heizung haben wir jetzt in dem Fall unterm Sitz verbaut. Wir sehen sie hier. Wir haben natürlich, damit die Heizung nicht einfach hier durchbläst, einen Schlauch verlegt mit denen zwei Luftauslässen, ganz klar. Hier haben wir die Heizung dementsprechend montiert. Wir haben die so weit rechts montieren müssen, weil unten beim Lastrada der Auspuff und so weiter ein bisschen im Weg war, darum musste man relativ weit rüber gehen, aber kein Problem, hat super funktioniert und sie leistet ihre Dienste, läuft hervorragend. Wir machen jetzt dann gleich auch nochmal einen Probelauf draußen und dann kann die richtig losdampfen. Und hier unten sehen wir dann auch schon gleich den Auspuff, da sehen wir, der hier rausgeht
Und man hört schon, was man nichts hört, also man hört nur den Lüfter ein bisschen. Wir haben die Pumpe natürlich so verbaut, dass sie nirgends an der Karosse anschlägt, was ganz wichtig ist. Ich mache jetzt bloß mal schnell die Heizung aus. Jawohl. Wichtig ist, dass die natürlich nirgends anliegt, wenn man die verbaut, die Pumpe, die Dieselpumpe unterm Fahrzeug. Die wird freihängend, gummigelagert, montiert, damit die nirgends anschlagen kann, damit dieses Klack, 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 Klack sich nicht übertragen kann. Und somit gibt es auch so gut wie keine Pumpengeräusche. Also die hört man so gut wie gar nicht. In dem Fall wollte der Kunde halt eine Webasto haben, was auch wie Ebersbecher eine tolle Heizung ist, kann man gar nicht meckern, ist eine tolle Geschichte. Und wir haben jetzt da offen gelassen, damit ich euch das auch noch ein bisschen zeigen kann, wie wir das verbaut haben. Und ja, in dem Sinn sind wir hier eigentlich durch bei dem Auto. Ich weiß nicht, ob ihr euch nur erinnern könnt, der hat ja auch noch einen Lithium-Akku gekriegt und einen Wechselrichter, aber das haben wir ja schon mal abgefilmt. Hat ein bisschen gedauert, weil es momentan leider Gottes große Lieferschwierigkeiten gibt bei Ebersbecher und mit den entsprechenden Brennräumen. Genauso haben wir Lieferschwierigkeiten bei Truma gerade aktuell. Ist alles nicht ganz so einfach und darum war das Auto jetzt längere Zeit da gestanden, bis wir jetzt endlich die Heizungen da haben und dementsprechend können wir da jetzt wieder loslegen. Jo, in dem Sinn ein kurzes, prägnantes Video, nur mal kurz zum Einbau einer Diesel-Luftheizung. Und ja, mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen, weil es ja einfach mehr gar nicht gibt. Das einzige 2kW-Heizung deswegen, weil für 6-Meter-Fahrzeug 2kW vollkommen ausreichen würden. 4kW wäre viel zu stark für das ganze Thema. Die wäre dann total unterfordert. Bei einer Dieselluftheizung ist es echt wichtig, dass die nicht unterfordert sind. Also wenn man das Gefühl hat, man bräuchte mehr, dann empfehle ich immer lieber 2x2 kW zu verbauen, wie 1x4 kW. Und 4 kW wirklich dann nur im Wohnmobilsektor ab 7 Meter, 7,50 Meter aufwärts, weil eine 4 kW, die bläst schon richtig raus. Also die macht schon richtig Dampf, die macht richtig warm. Und wenn die unterfordert ist und immer nur so auf Halbgas läuft, dann verschleißen die wesentlich stärker und gehen auch schneller kaputt. Was natürlich nicht der Fall ist, wenn die wirklich zu tun haben und immer gut arbeiten können und gut ausgelastet sind. Dann funktioniert das Ganze wesentlich besser. Ja, in dem Sinn wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns bald wieder auf unser nächstes Video. Da freue ich mich schon drauf. Das wird dann wieder wegen was Spannenderes. Und weiterhin gesund bleiben, ganz wichtig. Ich freue mich weiter über jedes Abonnement auf meinem Kanal und jedes Like. Ihr seid toll. Auch in dem Sinn möchte ich hier an der Stelle vielleicht auch mal ganz, ganz, ganz lieben Dank sagen für alle Abonnenten und die meine Videos hier verfolgen und mit uns das interessante Thema durchleben. Da hätte ich nie erwartet, dass das so wird und der Kanal sich so entwickelt, wo ich echt mega dankbar bin, dass für mich auch der Ansporn, da weiterzumachen an der Stelle und bin ich auch voller guter Dinge. Wir haben viele interessante Themen, wo ich da noch anschneiden möchte und da werden wir auf alle Fälle noch einiges erleben und bringen und ja, an euch wirklich ganz lieben Dank und weiterhin durchhalten, gesund bleiben. Bald können wir wieder fahren, bald geht es bestimmt wieder los und wir hören uns. Ganz lieben Dank, bis bald, tschüss.